So, nun erkunden wir den Wald weiter in die Richtung. Können wir das Schild nehmen? Nimm Schild. Wofür ich das jetzt brauchen kann, weiß ich auch nicht. Schauen wir mal das Schild an, was da überhaupt drauf steht. Schau an. Auf dem Schild steht Gleichberechtigung für Trolle. Okay. Und wer weiß, wofür man das nochmal brauchen kann. So, auf jeden Fall ein neuer Waldabschnitt. Mal sehen, was es hier gibt alles. Auf jeden Fall hier war ich noch nicht, das kann ich sagen. Also da bin ich mir ziemlich sicher, sagen wir es mal so. Okay. Zwei Abschnitte, wo gar nichts ist. Na, interessant. Moment, hier war ich aber schon mal, oder? Nicht. Kam ich hier nicht schon mal links oder so lang? Ich gucke erstmal. Oh, das ist eine Schlange. Ah, die macht nichts. Nur Deko. Könnte man sagen. Hier ist der Wald ziemlich riesig. Und noch habe ich nicht viel Ahnung, was ich machen kann mit dem ganzen Zeug, was ich hier habe. Naja, gut. War ich hier schon mal? Auf der anderen Seite? Nee, oder? Was bist du denn für ein Dorfdepp? Reden wir mal mit dem. Reden mit Dorfdepp. Haben wir ein Problem? Bist du ein Bauer? Sehe ich aus wie ein Bauer? Nein, aber vielleicht willst du auf ein Kostümfest. Ich verstehe. Weißt du etwas über magische Bohnen? Es gibt nichts über Magie, das ich nicht weiß. Es gibt nichts über Magie, das ich nicht weiß. Warum wachsen meine Bohnen dann nicht? Hä? Ich habe sie hier eingepflanzt, weil sie noch keinen Zentimeter gewachsen sind. Gießen? Vielleicht solltest du sie gießen. Gießen? Warum sollte ich das tun? Um sie wachsen zu lassen? Ha, klingt nach einer guten Idee. Ich sag dir was. Geh und hole Wasser. Ich passe auf sie auf. Nun, ich... Und vielleicht teile ich den Ruhm und Reichtum mit dir. Spätzchenglas, Erkältungssaft. Ob man den auch benutzen kann? Ich glaube nicht, dass er dafür eine Verwendung findet. Und Spätzchenglas bestimmt auch nicht. Ich glaube nicht, dass er dafür eine Verwendung findet. Schauen wir mal weiter. Ah, jetzt bin ich... Ah, okay. Nur der obere Weg. Was haben wir hier unten? Oh, da kann ich den Klöppel bestimmt benutzen. Ich möchte aber erstmal gucken, was wir hier oben haben. War ich hier echt noch nicht? Oh, okay, ich war hier schon mal. Benutze Leiter mit. Dings habe ich hier versucht, da weiß ich. Benutze Leiter mit Schlucht. Das geht doch so nicht. Aber das hat nicht geklappt. Ich war auch auf der anderen Seite schon mal, oder? Boah, ey. Das ist schlimm, wenn man so lange nicht mehr aufgenommen hat wegen Urlaub. Naja, gut. Jetzt probieren wir das mal mit dem Klöppel aus. Und schauen, was sich da verbirgt. Benutze Klöppel mit Glocke. Dim. Benutze Glocke. Einen Moment, bitte. Rapunzel? Wer hat das Licht ausgemacht? Finde ich amüsant. So, benutze H. Ich hätte vielleicht noch eine Schere damit benutzen sollen, vielleicht für ein paar Haare abzuschneiden. Oder so. Okay. Boah.
Was zur Hölle willst du? Du bist nicht die böse Hexe. Ich komme, Welche böse Hexe soll das denn sein? Die böse Hexe des Westens. Sie hat mich von meinem Vater als Ferkel entführt. Sie war es, die mir die Schönheit raubte und mich hier gefangen setzte. Bin ich verdammt, bis ans Ende meiner Tage Wolle zu spinnen? Ihr seht immer noch zauberhaft aus. Ihr habt nur die Hälfte gesehen. Mein Gott! Jeder macht den gleichen Fehler. Und wenn sie mein Gesicht sehen, dann rennen sie alle laut schreiend aus dem Turm. Der einzige Weg, durch den ich von dem Zauber erlöst werden kann, ist ein Kuss aus einer anderen Dimension. Ha, du musst jetzt küssen. Scheint so, als wäre mein Einsatz gefragt. Fürchtet euch nicht, eure Rettung ist hier. Damit habe ich das verdient. Tja. Hast du jetzt ein Schwein eingepackt? Okay. Jetzt geht's sofort hier weiter. Ich brauche gerade ein Taschentuch. Weil das werdet ihr nicht mehr gehört haben, weil ich es jetzt rausgeschnitten habe, aber ich musste während der Szene zweimal niesen. So, damit ihr euch nicht wundert. Spanische Wand? Eine ganze Ladung Kitschromane und Unterwäsche liegt hier herum. Nimm. Das ist eine Nummer zu groß für mich. Dann kann man das Haar mitnehmen? Nein, nicht darunter! Oh. Ich wollte das Haar mitnehmen. Wenn es geht. Das glaube ich anscheinend jetzt nicht mehr. Aber warum ist sie zum Schwein geworden? So, das Haar nochmal. Ich war ja noch nicht im ganzen Dings hier, Gemäuer. Mal sehen, was überhaupt noch drin ist. Achso, hier ist ja gar nicht mehr viel oben. Sehe ich gerade. Kann man nicht irgendwo noch lang gehen? Anscheinend nicht. Okay. Bodenbretter, schau. Bodenbretter. Sehen aus wie solide hölzerne Fußbodenbretter. Und was muss man dann machen können mit? Das geht doch so nicht. Nein. Das geht doch so nicht. Benutze Streicher damit. Das geht doch so nicht. Doch, das würde gehen. Dann könnte ich nicht runterklettern. Gut. Nimm H. Dann geht er automatisch runter. Also war. Gut. Aber was muss ich mit dem Bodenbrettern noch machen können? Momentan habe ich wohl das Werkzeug noch nicht dafür. Wollt ihr irgendwer ein Schwein haben? Ich weiß es nicht. Ich schau mal kurz auf die Karte. Benutze Karte. Kreuzungen. Treubrücke. Kann man hier auch irgendwie wieder einfach nur raus? Wie ging das? Da, so. Benutze Schere mit H. Dann könnte ich nicht hochklettern. Ah, gut, du könntest auch nicht irgendwie hier hinten abschneiden und alles ab. Nun gut. So. Jetzt hänge ich momentan irgendwie ein bisschen fest. Weil ich nicht weiß, was ich machen könnte. Erkältungssaft, Metalldetektor. Den Metalldetektor könnte ich vielleicht mit dem Archäologen benutzen. Hast du das Wasser? Ich arbeite dran.
Wo war der noch mal? Oh Gott. Wo war der denn? Hier auf jeden Fall nicht. Da oben kann man zu diesem komischen Typen. Rapunzel. den suche ich jetzt. Das könnte vielleicht nicht klappen mit Metalldetektor und dem Typen. Hier unten ging es zum... War ich da überhaupt schon mal? Hast du etwas Holz übrig, mein Freund? Hast du gerade etwas gehört? Das hatten wir doch schon, oder nicht? Okay, hier unten war ich anscheinend. Oder war ich hier noch nicht? Rede mit Baumschirm? Ich bin zurück! Was hast du als Entschuldigung vorzubringen? Ich glaube schon. Möchtet ihr, dass ich etwas Holz für euch besorge? Runde. Was wir wirklich wollen, ist etwas Holz von wirklich hoher Qualität. Etwas von warmer Klasse. Teak, zum Beispiel. Oder Gelbholz. Ich meine Treibholz. Wie wär's mit einem Stück Ebenholz? Na gut, weil ihr seid da. Ich gehe dann und hole welches. Du wirst es nicht bereuen, hörst du? Wie das Spiel gerade rumbuggt. Nur etwas Balsaholz Holz oder Spanplatten. Wir sind nicht wählerisch. So. Schönen Tag noch. Nun, ich muss jetzt weg. Los, komm schon, Junge. Du hast bestimmt ein Stück Spanplatte zu Hause. Du weißt, das übrige Stück von deiner Einbauküche. Ich würde euch Holz geben, wenn ich könnte. Aber ich kann nicht. Oh, du könntest ein Holz vor einem gefallenen Tod. Holzwurm? Nein, natürlich nicht. Ja. Nein, natürlich nicht. Dann ist es in Ordnung. Ich lege keinen besonderen Wert auf die Gnade eines Holzwurms. Ihr verdammten Menschen seid alle gleich. Ihr gebt uns Insekten nie eine faire Chance. Es ist einfach nur mieser Rassismus. Genau das. Rassismus gegen Dings, Rassismus? Gegen Holzwürmer? Und genau das ist Teil des Problems. Du betrachtest uns nicht mal als Volk. Nun, berichtige mich, wenn ich mich irre, aber... Wir haben das gleiche Recht zu atmen wie du. Ist mir vollkommen egal. Wiedersehen. Wenn das deine Absicht ist, dann verzieh dich. Wie das aber hier rumgewackelt hat, habe ich nicht mit denen schon mal gesprochen? Verdammt. Kann ich den vielleicht benutze Leiter mit Baumstumpf? Das geht doch so nicht. Benutze Schild mit Baumstumpf. Das
Das geht doch so nicht. Ne, hätte ja sein können. War ich hier unten schon mal? Ich weiß es nicht. Ah, Hexenhaus. Okay, also in der Fey-Aufnahme war ich hier schon mal. Das es weiß ist ich. Unmöglich, eine Konversation mit einem. Jetzt ist das Hexenhaus nämlich da drauf. So. Öffne Tür. Öffne ich Tür. Ich klopfe besser vorher an. Keiner zu Hause. Ja, dann öffnen und ich rein. Habe ein schlechtes Gefühl. Besen, Drehrad, Laterne. Schwarze Katze. Öffne Kiste. Was meinst du, wie ich die Schlösser öffnen soll? Mit einer Schere, vielleicht. Das geht doch so nicht. Kann man mit der Katze reden? Ich bin nicht Dr. Doolittle, weißt du? Es ist voll mit stinkendem grünen Zeug. Irgendwas, was man hier brauchen könnte? Drehrad. Benutze. Eine totale Verschwendung von Zeit und Energie. Das geht doch so nicht. Nimm den Besen. Oh meine Güte! Oh meine Güte! Hat dir noch nie jemand gesagt, dass man eine Hexe nicht bestiehlt? Nein, Gnädigste. Nein, Gnädigste. Tut mir leid, Gnädigste. Du siehst fast aus wie ein Zauberer! Ja, Gnäfrau. Ich hasse Zauberer! Raus hier, bevor was Entsetzliches passiert! Ja, Gnäfrau. Puh, das war knapp. Kann ich hier am Brunnen was machen? Bewege Griff. Nimm ein Eimer Wasser. Jetzt weiß, damit weiß ich, wo ich hin muss zum Dorfdepp, aber das machen wir erst beim nächsten Mal. Ich benutze mal die Dings, dann speichere ich Simon 9. Und bis zum nächsten Mal, ich bin am Kane Diana Jones.